Gegründet wurden die Firma Hannerbach, also nicht die reine Hannerbach-Seitenfirma, sondern das war ein Großhandel mit Seitenproduktion angegliedert 1869 in Schönbach-Eger von meinem Urgroßvater. Sind dann meine Eltern und ich nach Egelkofen verschlagen worden und der Vater hat dann mühsam wieder dieses Seitengeschäft, also jetzt sind wir nur bei Seiten, er hat dann nur die Seiten wieder angefangen, keinen Großhandel mehr. Hat er halt mit einer Maschine in einer alten Ballküche in Egelkofen hat er da seine Seiten wieder gedreht. Teilweise per Hand am Anfang, rechts gedreht, links gesponnen, so ist es dann losgegangen. Was uns eigentlich stark gemacht hat, die Nylonseite, sondern wir haben querbeet für die ganzen Instrumente Saiten gemacht. Also das ist angegangen von Mandolin, Viola, die ganze Streichszene durch, außer Kontrabass. Aber alles, was mit Saiten zu tun gehabt hat, wurde da produziert. Nylonseite ist dann eigentlich erst gekommen, das haben eigentlich dann meine Frau und ich entwickelt. Das ist so fließend übergegangen, wo man dann langsam das Produkt rein auf diese Nylonseite sich spezialisiert hat. Und da wurden die Stahlseiten wurden alle aus dem Programm rausgenommen und wirklich nur Nylonseiten für die klassische Gitarre und die Familie der klassischen Gitarre. Unsere Produkte, die haben wir alle selber, meine Frau und ich, entwickelt, getestet, testen lassen und so haben wir uns eigentlich den Namen Hannerbach gemacht. Zu dieser Spezialisierung dann? Weil der Bedarf an Nylonseiten so groß war, dass wir keine Kapazitäten mehr gehabt haben für diese anderen Seiten. Wir wollten so bleiben, dass wir das als Familienbetrieb, als kleiner Familienbetrieb, übersehen und führen können. Der enge Kontakt mit den Musikern, die Endorser bei uns gewesen sind, die haben die Saiten auf der Bühne gespielt und die haben sich hundertprozentig darauf verlassen. Und wenn da irgendwas passiert wäre, wir hätten so viele Rückmeldungen gehabt. Thank you.
vom Aufbau her und vom Klangcharakter ist sie halt etwas anderes.